Hallo und herzlich willkommen zu Sozialpsychologie mit Professor Erb. Wir sprechen heute über klassische Konditionierung. Und ich verspreche Ihnen, auch wenn Sie das eigentlich schon kennen, gibt der Professor heute noch mal Infos, die Sie noch gar nicht kennen. Viel Spaß! Hallo Janis. Ja, hallo Judith. Wir wollen ja heute über klassische Konditionierung sprechen. Und die allermeisten werden das jetzt wahrscheinlich schon gehört haben. Also viele haben das vielleicht auch in der Schule schon behandelt, ich persönlich auch. Aber magst du trotzdem noch mal genauer erklären, was das eigentlich ist? Klassische Konditionierung? Ja, im Grunde ist das ein Lernprinzip, eine Art und Weise zu beschreiben, wie Menschen, aber auch Tiere lernen. Und bei der klassischen Konditionierung, das ist ganz wichtig, kommt es darauf an, dass es schon eine Verknüpfung gibt zwischen dem, was wir dann Reiz nennen, und einer Reaktion. Jetzt komme ich natürlich automatisch auf den Pavlovschen Hund, den viele ja dann auch schon kennen. Was verbirgt sich dahinter? Das ist ein Tier, das im Labor sitzt mit seinem Herrchen. Das Herrchen ist Pavlov. Ein Hund. Ja, ein Tier. Ja. Und das sind ja Tiere. Danke. Und dann kommt immer jemand vorbei, bringt das Futter für den Hund und klingelt vorher an der Tür in diesem Labor. Also klingelt's und kurz darauf bekommt der Hund dann sein Futter. Und dann hat Pavlov eines Tages festgestellt, dass es ausreicht, dass die Klingel betätigt wird, damit der Hund anfängt zu speicheln. Wir haben also zu tun mit einer Verknüpfung zwischen Futtergabe, das ist der Reiz, und der Reaktion, das ist das Speicheln des Hundes. Die ist da und der Auslöser für das Speicheln wird dann ersetzt durch einen konditionierten Reiz. Also was vorher unkonditionierter Reiz und unkonditionierte Reaktion war, ist danach dann konditionierter Reiz und konditionierte Reaktion, also das Speicheln in Reaktion auf einen solchen Konditionierungsreiz. Jetzt klingt das relativ simpel. Ich meine, viele lernen das auch schon in der 8. Klasse. Ja. Was ist denn jetzt das Besondere daran, dass wir darüber überhaupt ein Video drehen? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Ne? Ja doch, es hört sich natürlich erstmal sehr einfach an. Aber wenn man das Prinzip mal erkannt hat und wie die Psychologen dann drauf gekommen sind, danach haben sie dann überlegt, alle möglichen Fragen gestellt, um etwas herauszufinden über das Lernen. Das Lernen von Tieren einerseits, aber dann auch generalisiert sozusagen auf das Lernen von Menschen. Da gibt es eine ganze Reihe von Fragen, wichtige Fragen, die man sich da gestellt hat. Spontan fallen mir, glaube ich, 4 ein. Die erste Frage ist die, ob die Reaktion auf den konditionierten Reiz genauso ausfällt wie die Reaktion auf den unkonditionierten Reiz. Übersetzen wir das nochmal zum Hund, dann wird es ein bisschen leichter zu verstehen. Also speichelt der Hund in Reaktion auf den Glockenton genauso wie auf die, in Reaktion auf die Futtergabe. Das hat man überlegt. Zweite Frage, wie sehr generalisiert das? Die Frage der Generalisierung, also wie ähnlich müssten sich zum Beispiel unterschiedliche Glocken sein, damit es jeweils das auslösen, dass der Hund speichelt. Oder reicht es dann irgendein anderes Geräusch und dann fängt er wieder an zu speicheln. Also kann man so in Versuchsplänen das dann austüfteln und verändern, diese Reize, diese konditionierten Reize, um zu sehen, wie der Hund jeweils reagiert und neue Gesetzmäßigkeiten zu finden. Spiegelbildlich dazu auch die Frage, wie sehr diskriminiert zwischen unterschiedlichen Reizen. Also kann der Hund unterscheiden zwischen ähnlichen Glocken? Ja, wird er irgendwann in der Lage sein zu sagen zu merken, das ist die Glocke, die das Futter einkündigt und das ist vielleicht die andere Glocke, jetzt hätte ich gesagt, vielleicht das Handy von Pavlov, aber das ist natürlich Quatsch, denn damals gab es ja noch keine Handys. Wir haben solche Geräusche überall. Ja, und dann auch viertens, ich habe viel angekündigt, eine wichtige Frage ist, inwieweit konditionierter Reiz und unkonditionierter Reiz zueinander stehen müssen. Die Psychologen sprechen dann von Kontiguität, irgendwie ein Fremdwort, das viele vielleicht ja auch noch nicht gehört haben. Also diesen gemeinsame Auftreten von diesen beiden Reizen, unkonditionierter Reiz und konditionierter Reiz, also Futtergabe und Glocke, um im Beispiel zu bleiben. Kann man das zum Beispiel umdrehen?
würde es dann, lernt der Hund dann auch auf die Glocke zu reagieren, wenn der Glockenton nach der Futtergabe immer gegeben wird und nicht vor? Oder auch eine Frage, wie groß muss der zeitliche Abstand zwischen diesen beiden sein? Lernt er das, wenn er, wenn heute die Glocke klingelt und 3 Tage später das Futter kommt? Wir sagen gleich, wir sagen sofort nein, ne? Das irgendwie wird da keine Kontiguität hergestellt von diesem Individuum. Aber wie eng müssen die denn sein? Und solche Fragen hat man untersucht und dann eine ganze Reihe von Erkenntnissen gesammelt über das Lernen auf der Grundlage der klassischen Konditionierung. Also es ist eigentlich viel spannender als dieses bloße Reizstimulus, ne? diese Verknüpfung der ja, beiden. Ja, also es gibt auch eine Riesenliteratur. Wir können, ich weiß nicht, wie viele Videos auch dazu drehen ja. Und so viel erzählen. Also ganze Seminare können wir abhalten. Ja. Und so weiter. Alles klar, dann habe ich noch mal eine andere Frage. Und zwar, wenn jetzt ja. ein bestimmter Stimulus mit einem Reiz verbunden ist, kann man das dann auch irgendwie wieder löschen? Also kann man diese Verknüpfung wieder aufheben? Auch so eine Frage, ne, die man sich da gestellt hat. Kann man das irgendwie wieder loswerden? Also man fängt dann an, einfach die Glocke zu läuten und dann keine Futter mehr zu geben. Und in der Hoffnung, dass der Hund nach einer Weile das verlernt. In der Fachsprache heißt das Extinktion. Also der Hund verlernt das sozusagen zu reagieren auf diesen Glockenton und irgendwann ist das weg. Und dann kommt es dann doch wieder zu sowas wie Spontanerholung, typisches Phänomen bei dieser Fragestellung, dass dann immer, dass nach einer Weile der Hund doch plötzlich wieder reagiert. Okay. Also irgendwo ist das noch drin. Und insofern ist das auch umstritten sozusagen bei den Expertinnen und Experten, lässt sich das auf diese Weise überhaupt loswerden. Wenn man so eine Verknüpfung loswerden möchte, bietet sich's eigentlich eher an, etwas zu tun, was wir Gegenkonditionierung nennen und dann zum Beispiel auf den Klingelton, um im Beispiel zu bleiben, nicht mit Futtergabe zu antworten, sondern vielleicht Lärm zu machen, was den Hund dann stört. Mhm. In Tierexperimenten hat man auch Elektroschocks und so verwendet. Aber das, da will ich jetzt nicht so sehr drauf eingehen. Das gefällt mir persönlich natürlich nicht so sehr, wenn die Reize allzu aversiv sind. Mhm. Und die Tiere vielleicht ja auch nicht so. Ja, okay. Also eher Gegenkonditionierung, ja. Das funktioniert dann eher, als zu warten, bis sich das endlich mal wieder ausgewachsen hat. Okay. Jetzt hast du die ganze Zeit davon gesprochen, wie das bei Tieren ist, also gerade bei dem Hund, weil das natürlich das klassische Experiment ist, was man eben mit klassischer Konditionierung verbindet. Jetzt ist es irgendwie, kommt es selten im Alltag vor, dass einer neben einem Menschen sitzt und irgendwie immer, wenn der Schnitzel kommt, mit einer Glocke läutet. Also wie ist das auf den Menschen übertragbar, dieses Ganze? Ja, also das Lernprinzip gilt sozusagen für alle Individuen. Ja. Und es gilt auch für Menschen. Im Labor hat man das sehr häufig gemacht mit dem Lidschlagreflex. Also wir haben alle einen Reflex, dass wir mit Lidschlag reagieren. Nicht, wenn der geliebte Mensch in den Raum kommt und so weiter und blinzelt, sondern in Reaktion auf einen Luftstoß. Also sitzt eine menschliche Versuchsperson auf einem Stuhl, man gibt ihnen einen Luftstoß auf das Auge reagiert mit Blinzeln, das ist eine Schutzfunktion des Körpers, eine enge, natürliche Verknüpfung, die schon existiert, wie ich am Anfang gesagt habe. Und kann man das dann koppeln, zum Beispiel auch mit einer Glocke, also oder mit einem Piep oder sowas, was einfacher ist. Da macht es Piep und dann kommt der Luftstoß und dann reagiert man. Und nach einer Weile ist man konditioniert als Mensch, auf den Piep zu reagieren mit dem Lidschlag. Ja, das funktioniert. Und dann kann man natürlich die ganze Klaviatur hier wieder durchspielen. Ne? Reizgeneralisierung, Diskriminierung, Extinktion und all solche Sachen. Das Neue nochmal zu untersuchen, dann jetzt in diesem konkreten Kontext. Sonst gibt es ja auch so mehr so alltägliche Phänomene. Ne? Du würdest wahrscheinlich sagen, wann sitzen wir schon mal auf dem Stuhl und kriegen irgendwie einen Luftstoß aufs Auge. Und gleichzeitig ein Piep, klar. Und dann noch ein Piep dazu, also eher selten. Im Alltag hat man häufig sowas wie Übelkeit. Also ich habe immer ein verdorbenes Fischbrötchen gegessen zum Beispiel. Das wird dann verknüpft mit der Übelkeit und der Reiz kommt dann plötzlich. Jetzt kommt das nächste Fischbrötchen. Seitdem habe ich keins mehr gegessen. Ja, also das ist sofort, ist das wieder da. Sowas. Was haben wir noch? Anblick von Zitrone.
weil wir schon mal Hund waren mit dem Speicheln, das haben wir Menschen auch. Also es reicht dann häufig der Anblick von der Zitrone. Es gibt ja so böse Späße mit der Blaskapelle, wo dann einer im Publikum steht und die Zitrone dabei hat und so reinbeißt, dann können die plötzlich nicht mehr weiter ihre Tuba und ihre Posaune spielen, weil die eben auch genau diese Reaktion haben. Das ist eine Verknüpfung. Das Saure kommt gar nicht auf die Zunge, aber dadurch, dass man die Zitrone sieht, wird sozusagen, ist das ersetzt worden. Substitutionslernen wird es ja auch manchmal auch genannt. Und also die Zitrone oder auch ja, in der Schule, ne, der Lehrer tadelt. Und Tadel ist was Negatives. Der Mensch reagiert negativ mit einem schlechten Gefühl. Und jetzt kann es durchaus sein, dass denn der Lehrer mit dem sozusagen ausreicht als Auslöser für das schlechte Gefühl. So kriegt dann mancher Schüler, manche Schülerin dann Angst vor diesem Lehrer. Ja, dann ist auch die Frage, wie weit generalisiert das? Und dann haben wir wieder die gleichen Fragen. Hat der Schüler, die Schülerin jetzt plötzlich alle Angst vor allen Lehrerinnen und Lehrern? Oder kann er diskriminieren? Das ist der böse Lehrer und die anderen sind ganz lieb. Solche Fragen. Ja, ein berühmtes Beispiel ist auch der kleine Albert. Auch so ein richtig böses Experiment, was man so in der Literatur, im Lehrbuch natürlich auch findet. Der kleine Albert ist also ein kleiner Junge, ganz süß und lieb, sitzt da und kann mit Ratten wunderbar spielen. Also er hat gelernt, die sind lieb. Viele Menschen halten sich ja auch Ratten als Haustiere und so weiter. Und jetzt kommt der böse Psychologe, den Namen nenne ich jetzt mal nicht, paart nun die Ratte als Stimulus mit einem Lärm. Konkret haben die, glaube ich, mit dem Hammer auf so eine, auf so ein Stahlrohr geschlagen und so weiter. Und so hat der kleine Albert gelernt, man muss auf die Ratte mit Angst reagieren, so wie man auf diesen Lärm reagiert. Und nach einer Weile hasst der kleine Albert die alle Ratten und reagiert dann auch schon auf die Ratte mit dieser Angstreaktion, die normalerweise auf Lärm auftreten. Das ist ja auch im Erwachsenenalter nicht mehr losgeworden, ne? Das hat man, ich glaube, nicht bei ihm persönlich, sondern bei anderen Kindern auch nochmal versucht, dann wieder loszuwerden. Mhm. Ist auch eine interessante Geschichte. Im Grunde geht es dann darum, dass man so therapeutische Maßnahmen ergreift, Maßnahmen ergreift. Zum Beispiel jetzt die Ratte mit dem Lieblingsessen paaren. Der isst gerne Spaghetti Bolognese oder irgendwie sowas oder eine bestimmte Süßigkeit. Und dann wird dann so nach und nach diese Desensibilisierung, wie das genannt wird, eingeführt, sodass dann irgendwann die Ratte auch nicht mehr Angst auslöst, weil es mit dem Lärm, weil sie mit dem Lärm verknüpft ist, sondern eher ein positives Gefühl, weil die Ratte jetzt inzwischen mit Spaghetti verbunden ist. Mit Spaghetti Bolognese oder mit einem Schokoriegel oder ja, irgendwie klar. Sowas. Ja. So ungefähr funktioniert das also auch im Alltag und bei Menschen. Okay, also es ist doch viel komplexer, ne, als man jetzt so beim ersten Mal denkt. Ich erinnere mich gut, als ich das in der Schule das erste Mal gehört habe. Ich dachte, ja, ist ja ganz simpel. Ne? Ja, ist ganz simpel, aber ist doch wie so oft im Leben, es hört sich simpel an, aber wenn man genau guckt, passiert dann doch einiges. Ja. Alles klar, dann danke, dass du mir und den Zuschauerinnen und Zuschauern das ein bisschen genauer erklärt hast und bis bald. Ja, gerne, Judith, und auch gerne allen zu Hause. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Lassen Sie einen Daumen da, abonnieren Sie den Kanal. Und das wäre dann ja auch für uns schön, wenn das, wenn wir eine schöne Reaktion bekommen von Ihnen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.